Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir heute im Studio mit Daniel und mit Sascha. Und ich bin Sascha, genau. Und wir haben heute den 12. Juli. Und am 12. Juli haben wir auch ein prominenten Geburtstagskind. Ja, okay. Prominentes Geburtstagskind heute ist Götz Alsmann. Ach, du liebe Gott, die Föhn will ich nicht sehen. Ja, was für eine Föhnwelle. Richtig, richtig geil. Ja. Oh, oh. Hier, guck mal. Juhu. Aber was eine Föhnwelle. Du? Also, der hat bestimmt ein Abkommen mit irgendeinem Haarspray-Hersteller. Genau. Ist ja ein Zentner oder so. Ja, wahrscheinlich müsste der hier irgendwie so den L'Oreal oder irgend sowas. Schwarzkopf. Schwarzkopf. Genau. Schwarzkopf. Ja. Der hat heute Geburtstag. Ich sage Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday. Komm, geschenkt. Ja. Am 12. Juli ist aber auch was passiert. Ja, und zwar, da gab es ein Großaufgebot der Polizei wegen einem Barbecue. Wegen dem Barbecue? Wegen dem Barbecue. Ja. Wer hatte da geladen? Die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Kanzlerin. Ja. Ich will die wegstammen verbuchselt. Ach, das war gar keine Absicht. Ja, doch. Wegstammen verbuchselt hat passiert. Ja. Okay, und die Merkel hatte natürlich jemanden eingeladen. Warum ist so viel Polizei da aufmarschiert? George Bush. Ja. Genau. George W. Bush ist gekommen. The New World Order, George W. Ja, Bush. Genau. Und der ist da hingekommen und war alles im Chaos. Ja, das war am 12. Juli. Die Kanaldeckel wurden zugeschweißt, die Leute durften nicht aus ihren Häusern raus. Es war viel zu viel Aufwand. In welchem Jahr war das? Das war, Moment, ich habe es hier gelesen, 2006. 2006, im Jahr, als die Weltmeisterschaft bei uns war. Genau. Ich sag dir. Ob das ein Zufall war? Ja, am 12. Juli ist auch Unabhängigkeitstag in Kiribati. Ach du liebe Gott. Kennst du Kiribati? Ist Afrika, oder? Nee, Kiribati, guck mal hier, das ist Kiribati. Das ist, da ist Australien und Kiribati ist das einzige Land, das in allen vier Hemisphären positioniert ist. Okay. Ja, das ist irgendwie so zick-zick, da sind die westliche, die östliche, die südliche und die nördliche Hemisphäre ist Also der Äquator und teilt sozusagen Kiribati. Mhm. Ja, genau. Schickes Land. Ja, sonst nirgendwo auf der Welt irgendein Land, das auch so ist. Nur in Kiribati. Aber in Kiribati ist heute Nationalfeiertag. Trotz allem nichts genutzt, weil wenn man es nicht kennt, ja. Ja, jetzt kennst du es halt. Jetzt kennst du es und alle da draußen, die Daily gucken, die kennen es auch. Die haben jetzt richtiges Angeberwissen. Ja, genau. Und was war noch am 12. Juli? Am 12. Juli war die Einweihung der Möhntalsperre. Die Möhntalsperre ist ein Riesenbauwerk. Die fassen da knapp 130 Millionen Kubikmeter Wasser auf 10 Quadratmeter Fläche. 10 Quadratmeter? 10 Quadratkilometer. Ach so, Kilometer. Ja. Und ja, also ein Riesending. Wurde eingeweiht. Wo ist denn diese? Weißt du das? 1913, ja, das ist irgendwo in Nordrhein-Westfalen. Ach, in Nordrhein-Westfalen, okay. Ich bin nicht ganz sicher, wo. Und das ist auch am 12. Juli eingeweiht worden? 12. Juli 1913. Ach so, schon Asper Ruhr halt. Ja, okay, alles klar. Wundert man sich, dass das Ding überhaupt da hält, in dem Alter. Naja, die haben halt, haben es wahrscheinlich mit Steinen gebaut, nicht mit Lehm. Wird mit Beton wahrscheinlich sogar. Ja, ja. Sogar. Ja, genau. Das war das Angeberwissen heute am 12. Juli. 12. Juli. Ja. Morgen könnt ihr wieder einschalten, das ist der 13. Juli. Und in der Zwischenzeit könnt ihr hier den Kanal liken. Ihr könnt einen Daumen da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Und was ganz wichtig ist, ist ja auch mal bei unserem Partner mal vorbeigucken. Da sind ja verschiedene bei uns verlinkt, die auch mal anschauen und liken. Das wäre super. Habe ich Bock drauf. Bis morgen. Cheerio mit Sophie.